Ich denke, Österreich ist rapid, Wien ist rapid. Ich hoffe ganz fest, dass in Zukunft, wenn jemand wieder so wie ich früher durch den Markt läuft, dass er zuerst rapid sieht und so dann auch rapid bleibt. Ich bin bald 25 Jahre dabei im Fußball. Ich hätte mehrmals die Möglichkeit gehabt, auch ins Ausland zu gehen. Habe das eigentlich nie gewagt, nie gemacht. Habe immer Gründe gesucht. War es, weil meine Kinder in die Schule gekommen sind oder weil sie vor der Lehre gestanden sind. Dann kam irgendwann vor 4 Wochen der erste Anruf aus Wien. Das war der erste Moment, das mich wieder gepackt hat. Muss ehrlich sagen, habe ich gedacht, ja, bin ich mal auf einer Liste, das ist okay so, das ist schön so. Aber je länger, dass ich darüber nachgedacht habe und vor allem dann nach den ersten Gesprächen auch, ja, dann ist das alte Fußballblut wieder aufgekocht. Und ich denke, ich wäre am Schluss sehr enttäuscht gewesen, bin ich ehrlich, wenn die Wahl nicht auf mich gefallen wäre, weil ich mich so schon intensiv mit Rapid auch befasst habe. Da hat man große Ambitionen, ich habe große Ambitionen. Ich würde diesen Schritt sicher nicht machen, ohne dabei das Gefühl haben, da kannst du Spuren hinterlassen, Spuren für einen Verein hinterlassen. Kurzfristige Ziele ist nicht abgesprochen, aber ich sage da, also mich würde unglaublich, Entschuldigung den Ausdruck, aber angurken, ich weiß nicht, wie man das hier so sagt, nicht irgendwo auch mindestens europäisch dabei zu sein in der nächsten Saison. Ich denke, das muss der minimale Anspruch sein. Es steht da ein Kader von 29 Mann. Was ich gesehen habe, ist von guter Qualität, bin ich überzeugt. Und ich denke, der erste Schritt ist sowieso mal, dass ich mich auch mit dem Trainer austausche, mit dem Trainerstaff austausche, mit den Spielern austausche. Und dann spürst du mal, was irgendwo vielleicht noch fehlt oder was du machen könntest. Aber ich denke, wie schon gesagt, dass da genügend Qualität schon da ist. Und dass es in erster Linie jetzt darum mal geht, dieses Team auch so weit zu bringen, dass wir zusammen etwas erreichen können und dass wir so auch als Team funktionieren. Für mich ist entscheidend, dass ich der Wille dieser Mannschaft sehe, dass ich den Charakter in dieser Mannschaft sehe und dass ich auch sehe, dass das Team eigentlich funktioniert. Ob dann für den Moment etwas Schnelligkeit fehlt oder ob man das Tor halt jetzt für den Moment nicht so trifft, das sind andere Sachen, aber das sind nochmals, das sind dann die Dinge, die ich ganz sicher zuerst intern besprechen will. Und je besser das Team und auch das Team rund um die Mannschaft herum ist, je größer ist auch die Chance, dass du etwas gewinnst. Nicht nur das Geld gewinnst, sondern vor allem auch die Menschen. Und ich denke, in solchen Momenten habe ich auch immer in der Schweiz so gesagt, du musst einfach bereit sein und alles machen, dass wenn dir der Übermächtige einmal die Chance gibt, dass du ihn packen kannst, dass du ihn auch packst, dass du in diesem Moment bereit bist und für das arbeitest du vom ersten Tag an. Ich weiß auch, dass ich zuerst etwas beweisen muss, zuerst etwas liefern muss. Ich kann nicht erwarten, dass ich wie vom Club hier mit offenen Armen empfangen werde. Es liegt jetzt zuerst an mir, Zeichen zu setzen, und das gibt einem schon auch einen gewissen Respekt.